Cloud. Jetzt nimmt's auf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gespräch mit dem Titel Ist Präzisionsmedizin gut für Menschen mit Behinderung? Wir haben hier Professor Gregor Wolbring von der Cummings School of Medicine, University of Calgary. Gregor Wolbring ist Biochemiker und Professor für Disability Studies. Und wir haben hier Professor Rainer Stiefelhagen, Leiter des Studienzentrums für Sehgeschädigte am Karlsruher Institut für Technologie. Wir haben im Vorfeld ein paar Fragen ausgetauscht, über die das Gespräch gehen könnte. Und wir haben heute ja den ersten Tag der Tagung gehabt mit dem Titel Menschen als Datensätze? Und im Lauf dieser Tagung habe ich mir eine Reihe von weiteren Punkten aufgeschrieben. Am Schluss haben wir noch eine Runde gemacht. Was wollt ihr den beiden Experten heute Abend quasi auf die Agenda schreiben? Was soll ich da ins Gespräch einspeisen? Und ich habe so eine Liste daneben und ich werde mich also von diesen beiden Listen jetzt ein bisschen bedienen und fange gleich mit einer ersten Frage an Rainer Stiefelhagen an. Du bist ja mit Menschen mit Sehschädigungen konfrontiert, hast mit ihnen gearbeitet. Da kam eine Frage, ist eine Verbesserung von neuen Assistenzsystemen für Menschen mit Beeinträchtigungen und auch Sehbeeinträchtigungen möglich, die Behinderung erleichtert, insofern, dass sie weniger als Behinderung erkennbar wird? Das Beispiel war dann, man könnte doch nicht unterscheiden, wenn jemand eine datenerfassende Brille hat, also oder eine Brille aus Kurzsichtigkeit. Plötzlich ist die kurzsichtige Person quasi auf der gleichen Ebene. Ja, also interessante Frage. Tatsächlich arbeiten wir auch an solchen Systemen. Also ich komme eigentlich aus der Bildverarbeitung. Ich bin Informatiker und habe mich seit, weiß nicht, 20 Jahren mit Bildverarbeitung, also maschinellem Sehen beschäftigt. Und das tue ich immer noch. Und seit etwa 10 Jahren leite ich außerdem auch ein Studienzentrum an unserer Universität, Studienzentrum für Sehgeschädigte, und wir unterstützen da Studierende im Studium, Studierende mit Sehbehinderung oder Blindheit, aber wir entwickeln auch Technologie-Assistenzsysteme für blinde oder sehbehinderte Anwender. Und tatsächlich versuchen wir da auch Bildverarbeitung, maschinelles Sehen zu nutzen und zum Beispiel so tragbare Assistenzsysteme zu entwickeln, die dann Hindernisse wahrnehmen oder Eingänge, Treppen, und die Information dann über Kopfhörer oder auch über solche Dinge wie Vibration, also haptischen Output, ausgeben. Und ich tatsächlich, also in Gesprächen mit Anwendern, auch blinden Mitarbeitern zum Beispiel, bekomme ich schon immer wieder mit. Also erstens mal ist das Feedback oft positiv. Ja, wir fänden das cool, wenn wir so eine Technologie hätten. Zweitens, wir fänden es auch cool, wenn das nicht so sichtbar wäre. Ja, also dass man hier mit einem großen Schild rumläuft, Achtung, ich bin blind, helf mir bitte weiter. Sondern wenn man irgendwie eine coole Technologie hat mit Kamera. Und ich nehme da auch wahr, dass die total Technik, also vor allem junge Anwender, total technikoffen sind. Und ja, also die Antwort ist, ja, ich denke, da ist eine große Chance. Und man muss aber auch ein paar Dinge beachten natürlich. Ja, klar. Jetzt, wenn es um die Sichtbarkeit geht, Erkennbarkeit, Gregor Wolbring, so einer der Gründungserkenntnisse der Disability Studies ist ja die Unterscheidung zwischen dem medizinischen Modell und dem sozialen Modell von Behinderung. Und die Erkennbarkeit von Behinderung gehört ja definitiv
zu der sozialen Seite, also nicht zum Impairment, sondern quasi wirklich zur Disability. Ist die Digitalisierung und Technologisierung der Medizin nicht letztlich doch wieder eine Stärkung des medizinischen Modells, wo das Individuum im Vordergrund steht, wo der Fehler beim Individuum gesucht wird, bei den Dysfunktionalitäten? Oder kann man das auch in einem erweiterten Sinn sehen? Ich glaube, da hast du, Rainer, nachher auch was dazu zu sagen. Aber zuerst Gregor. Ja, okay. Wir haben eine Studie gemacht über Brain-Computer-Interfaces mit, also in Deutschland würde man Sonderschullehrer sagen. Hier ist Special Ed Teachers, ein bisschen anders. Und da war ganz klar, dass die Technologie selbst nicht hilft. Right? Und wenn sie da ist, auf jeden Fall invisible. Right? Also nicht sichtbar, was Rainer auch gesagt hat. Und es ist hauptsächlich, weil der Bully, also der, der dich schlecht behandelt, der wird sich nicht verändern, nur weil du auf einmal diese Fähigkeit hast, wo sie dich vorher mit Armeen belächelt haben. Right? Dann geht es vom, du kannst es nicht, du bekommst a freak, a nerd. Right? Das sind jetzt also die englischen Worte und ich weiß einfach nicht, was die deutschen sind. Gut verstehen. Right? Aber das heißt, wenn einer right, nicht akzeptieren will, deine Andersartigkeit, right, die finden einen Weg. Right? Und ich denke, das ist wirklich über die Disability Studies im Endeffekt ist alles, was mich assert, also mich anders macht, wo man dann ganz klar sagt, ich passe nicht in die Norm rein. Right? Und diese Norm musst du unbedingt erfüllen. Right? Die Technologie, one of eines der größten Probleme, das ich mit dem Term Assistenztechnologie habe, ist, dass es medizinisiert ist. Right, wenn du nach Wikipedia guckst und so weiter und the WHO, assistive technology is seen ist eine medizinische Technologie. Right, aber natürlich ein Auto ist eine Assistenztechnologie. Right, öffentliche Verkehrsmittel sind eins. Der E-Scooter, das Fahrrad und so weiter. Right? Also die Idee, dass nur zum Beispiel der Rollstuhlfahrer eine Assistenz braucht, nämlich den Rollstuhl als ein medizinisches Gerät und der Normalkörper, der normatisierte Körper keine Hilfe braucht, ist natürlich, das ist schon, also ich gehe ganz zurück und sage, der Diskurs fängt schon falsch an. Unser Körper ist limitierend. Deswegen haben wir ja die ganzen Werkzeuge. Wir können nicht fliegen, also tun wir uns das Flugzeug bauen. Nicht? Aber der Körper ist, also wie schnell können Sie denn laufen? Ne? Also 10 Kilometer, 5 Kilometer, right? Also pro Stunde. Deswegen haben wir dann nicht Armeen das Fahrrad oder wir haben die Rollschuhe oder wir haben, right? Also es geht mehr, wie das Ganze aufgebaut wird. Und solange alles, was mich right, raussetzt, außerhalb von einer Norm, die erwartet ist und mich dann als nicht right fulfilling meine Fähigkeitserwartungen in der Norm ist problematisch. So ist wirklich über das Sales Pitch, nicht die Technology als solches. Right? Und dann ist natürlich, Medizin ist alles über right, Medizin basiert auf, dass du die Norm nicht erfüllst. Right? Sonst gibt es die Medizin ist, du sollst da sein, right, Level X und du bist drunter. Nicht subspecies typical. Nicht? Also du bist einfach und deswegen defekt, right? Right, limitiert, was immer man benutzen will, das sind alles Sachen, du passt nicht dahin, wo du hin sollst. Reine Stiefelage. Das ist eigentlich ein Vorwurf drin, oder? Dass letztlich jede Assistenztechnologie medizinisiert oder medikalisiert. Weil sie Normabweichung korrigiert, gleichzeitig aber ausgleicht. Wie ist das? Ist das nicht irgendwie mindestens ambivalent? Ja, also interessant. Ich habe mir tatsächlich zu diesem Begriff Medizin auch eine Notiz gemacht, weil ich sagen würde, dass die Anwender, mit denen wir hier arbeiten, sich gar nicht als krank natürlich bezeichnen würde. Wenn ich Medizin höre, dann denke ich an Krankheit. Mhm.
Und als Mensch mit Behinderung, zumindest mit den Studierenden oder Anwendern, mit denen ich zu tun habe, die sehen sich nicht als krank an und ich würde die auch nicht als krank ansehen. Und ich habe eigentlich noch nie im Sinn gehabt, dass ich ein medizinische Systeme entwickle, also zumindest nicht in dem Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen. Und ich sehe das eigentlich eher wie das, was Gregor gesagt hat, sehr wie ein Fahrrad, mit dem ich schneller fahren kann oder ein System, mit dem ich besser sehen kann, besser die Umgebung wahrnehmen kann. Und ich bin eigentlich da auch ganz bei Gregor, dass wir zum Beispiel, und damit haben wir oft zu tun, auch auf dem Campus, ja, was weiß ich, man kommt nicht in den Hörsaal rein, weil es keine Rampe gibt. Und dann versucht man da eine Rampe hinzubekommen. Also man muss es natürlich zugänglich machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Umgebung teilweise so ist, wie sie ist. Und also gerade, ich glaube tatsächlich, es hat auch eben diese Chance, sozusagen eine Augmentierung der Fähigkeiten zu liefern, so ein Assistenzsysteme. Vielleicht sogar durch so Techniknutzung hat man dann größere Fähigkeiten als jemand, der zum Beispiel sieht, ja, ganz normal sieht, aber kein technisches Gerät genutzt, weil er nicht online über die Kopfhörer die Fahrpläne der Straßenbahn eingespielt bekommt oder solche Dinge. Und das ist ja auch ein Trend, sage ich mal, dass wir immer mehr mit solchen, also ich habe ständig mein Smartphone dabei und wir benutzen das, viele von uns wahrscheinlich. Und das ist ja irgendwie fast ein erweitertes Organ für uns, wo wir mit dem Internet verbunden sind und über irgendwelche Apps mit Informationen versorgt werden. Und ein bisschen sehe ich das so auch. Also wenn ich zum Beispiel nicht mehr so gut sehe und dann ein System habe, was mir hilft, mehr zu sehen, sehe ich das so ein bisschen wie an auch, also da, klar, es ist in dem Fall für Menschen, die blind sind oder sehbehindert, aber ich sag mal, die Übergänge sind fließend. Und ich persönlich sehe das also nicht so. Also das, was Gregor gerade gesagt hat, dass die Umgebung eigentlich oder die Erwartungshaltung falsch ist, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich kann natürlich diesen Standpunkt komplett nachvollziehen. Ich würde gern an diesem Phänomen Beeinträchtigung, Behinderung, Normabweichung, Normerfüllung noch etwas drehen. Die Svante Köpsel hat heute Nachmittag einen Vortrag gehalten und von Rosemary Garland Thompson zitiert, ein berühmtes Wort, das alle, die in dem Bereich arbeiten, kennen. Aber ich fand es sehr eindrücklich, die Disability ist die unorthodox made flesh. Also etwas, was per se einzigartig ist, eben nicht der Orthodoxie zugehört, also keiner typischen Situation entspricht, einzigartig ist, letztlich Variationen hat. Also ein kürzeres Bein ist halt mal so kurz oder so, aber hat eine ganz bestimmte Länge für die Person, ist das sein Bein, oder? Und die Präzisionsmedizin erhebt jetzt den Anspruch, man kann sie ja vielleicht erweitern, Präzisions-, auch Assistenztechnologien erheben den Anspruch, möglichst auf das Individuum zugeschnittene Lösungen oder Therapien zu bieten, die auf die spezifische Krankheitssituation und noch mehr, also bis zu der Pharmakogenetik und den speziellen Krankheitsvarianten des Individuums und die Interaktion mit anderen Eigenschaften seines Körpers passt, also ein ideales Passungsverhältnis herzustellen. Wäre dann von daher nicht eigentlich diese Idee der Präzisionspassung etwas, was sehr gut in die Anliegen von
Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen passt, was eigentlich fast prädestiniert ist, da stark gemacht zu werden. Wer will das beantworten? Jetzt Gregor. Ich würde sagen, es ist genau das Opposite. Aha. Precision Medicine ist, also ich kann dir, hier muss auch sagen, ich kenne ja die deutschen Diskussionen nicht. Ich kenne nur, was hier in Nordamerika abgeht. In Precision Medicine, mittlerweile jede Uni in der medizinischen Fakultät hat eine Precision Medicine. Nicht? Und wenn wir zum Beispiel bei meiner Uni gucken, is about improve the quality of care, the efficacy of prevention and the economy of healthcare delivery. Right? Und das heißt, du musst besonders normative werden, weil wenn right, je mehr Variationen haben, the less right, effective it is. Right? Und zum Beispiel mit dem Brain-Computer-Interface ist ein gutes Example. Für Behinderte wird nur der therapeutische Ansatz genommen, normalerweise, wenn man liest. Right? Ich tue dich fixen, right? Ich gebe dir Möglichkeiten, die du nicht hast. Dann auch die invasive Version. Und für den Normalbürger, den sogenannten Normalbürger, hast du die nicht-invasive Version für Gaming. Nicht, dass du dann nicht sein Warcraft-Armeen mit Gedanken steuern kannst. Und in der Gaming-Diskussion über Brain-Computer-Interface findest du Behinderte nicht mehr. Weil nämlich, weil sobald Behinderte drin sind, musst du klinische Versuche machen. Und das kostet zu viel. Und da wollen, das heißt, die Gaming-Leute wollen überhaupt nichts mit dem Gesundheitsaspekt zu tun haben. Nicht? Und, oder mit Google Glass. Right? Das war ja die erste Brille, wo wir dann auch die Informationen reingefiedelt haben. Und da wurde auch dann gleich ein Begriff right, developed, Google Glass Disease. Das war das, wo die Leute mit der Information, die nicht verarbeiten konnten. Right? Weil mit diesen ganzen neuen Technologien, was wir machen, kommt natürlich auch, dass ich die Norm verändere. Ich erwarte irgendwann, dass du das benutzt. Right? Dass du das kannst. Und wenn nicht, dann haben wir eine neue Disease, like Google Glass Disease. Right? Oder right? Das heißt, es ist immer noch über die Norm. Es ist nicht eine Erweiterung von Ability Diversity, dass wir mit mehr Fähigkeits Diversities umgehen, sondern wir tun einfach nur die Norm verschieben. Right? Zu höheren Fähigkeiten. Nicht, right? Ich benutze im Englischen den Term Ability Creep. Right? Right? Du benutzt immer mehr Fähigkeiten. Right? Und immer right? Und dann irgendwelche becoming obsolete, weil das braucht keiner mehr. Nicht? Und andere werden jetzt Armeen erwartet, aber immer noch über die Norm. Und ich denke, solange wir die Norm da haben, ist es ein Problem. Dann wirst du nie akzeptiert für wer du bist, sondern bist immer abhängig davon, wie die Gesellschaft dich ansieht. Right? Ich denke, die Akzeptanz kommt nur, wenn wir nicht die Norm als gegeben hinsetzen. Also vielleicht darf ich direkt noch was dazu sagen. Also ich muss mir Notizen machen, dass ich meine jetzt Dinge nicht vergesse, aber ja, ich habe irgendwie, vielleicht habe ich einen viel positiveren oder optimistischeren Zugang, vielleicht weil ich auch Technikentwickler bin, ja, zum Beispiel bin ich setze ich große Hoffnung darauf, dass man tatsächlich Assistenzfunktionen wie so Apps bereitstellt. Mhm. Und dass es dadurch auch wirklich günstig wird, ja, dass man auf dem Smartphone sowas nutzen kann und dass es dann tatsächlich gar kein medizinisches Produkt ist. Also wir hatten kürzlich mal ein Projekt, da ging es auch unter anderem um Mobilität in der Stadt für blinde Nutzer. Und tatsächlich hat es eine Firma, die im Projekt beteiligt war, aufgegriffen und hat versucht, das zu vermarkten und bietet also sowas spezielle Routing, Fußgängerrouting für blinde User an. Und dann lädt man sich das runter und zahlt ein paar Euro, kann das nutzen. Und
Also ich habe das ja schon gesagt, ich sehe das, also diese Seite mehr so als wirklich neue Möglichkeiten und Verbesserung, also Erweiterung der Fähigkeiten. Was ich nachvollziehen kann, ist diese Befürchtung, dass wenn es diese Möglichkeiten gibt, dass es dann irgendwann normativ wird, weil man sagt, naja, das gibt es doch, dann verwende es doch bitte auch, ja. Und das könnte möglicherweise schwierig werden, wenn da zu hohe Barrieren sind. Also zum Beispiel kann nicht jeder mit Apps umgehen und mit dem Smartphone, solche Dinge. Ein anderer Kommentar, den ich noch nennen wollte, ist, dass tatsächlich viele der Dinge, an denen wir arbeiten, da denke ich, dass es einen Nutzen hat, auch für alle Menschen. Und ich denke zum Beispiel gerade, ein wichtiges Thema ist bei uns Accessibility von Dokumenten, also barrierefreie Dokumente. Und also ein Beispiel ist, grafische Inhalte sind ganz schwer zugänglich für blinde Benutzer. Wir haben zwar Screenreader-Technologie und Braillezeilen, um Text auszugeben. Aber wenn dann da Fotos sind oder Filme, dann kommt da blank nichts. Und das ist zum Beispiel auch für PowerPoint-Folien in Vorlesungen so. Oder Mathematik, wenn man den LaTeX-Code hat, ja, dann geht es schon, dann lesen aber die Leute LaTeX-Code auf der Braillezeile. Auch schwierig. Meistens Und kein Latex-Code nicht. ja, das ist so eine, wie eine Programmiersprache, um Thematik zu setzen. Und tatsächlich, also wir arbeiten zum Beispiel daran, Bildinhalte zu verstehen in Büchern und die praktisch zu verschriften, zu beschreiben. Und wäre auch super hilfreich für sehende Leute, weil dieses ganze Dokumentmaterial, was wir zur Verfügung haben, das ist ja alles nicht getaggt. Wir haben gar nicht diese Metainformation, die unheimlich nützlich wäre, auch für Sehende. Und ich habe jetzt ein Projekt mit einem Kollegen, der ist einfach nur an Digitalisierung von Dokumenten interessiert. Und sagen wir machen das gemeinsam. Wir sind an Digitalisierung von Lehrmaterialien für blinde Studierende interessiert. Und das ist sozusagen Win-Win. Und das finde ich natürlich eine sehr schöne Möglichkeit. Also eigentlich nicht spezifisch nur für einen, sondern eigentlich dann wieder doch für alle irgendwie nützlich. So, ein anderer Aspekt für mich. Klar, Armin, aber dann frage ich mich, und wir haben das gemacht, wir haben uns die Literatur angeguckt, wie man die Technologien verkauft. Nicht? Und damit der Brain-Computer-Interface war praktisch exklusiv nicht medizinisch. Ja. Wie gesagt, nicht Gaming. Es ist also wirklich, es hat nichts mit der Technologie zu tun. Wenn Facebook sagt, die wollen ein Brain-Computer-Interface machen, das ist mit Sicherheit nicht invasive, weil die Klienten von Facebook offensichtlich, das ist about Consumer-Produkt, Ja. nicht? Während und the Gaming und so weiter. Aber da tauchen dann die Behinderten nicht mehr auf. Right? Während mit dem anderen, auch mit der Invasion, da tauchen die Behinderten auf, weil da kannst du dann, weil so natürlich invasiv right, auf dem Kopf rumdrillen. Right? Und da benutzt du dann die Behinderten, um die Technologie voranzutreiben. Nicht Sozialroboter, ähnlich. Wir haben auch da geguckt. Und es war immer mit einem medizinischen Underpinning von Behinderung, dass dann der Sozialroboter verkauft worden ist. In diesem Sinne hauptsächlich. Autism, ADHD, nicht mit dem Neurodiverse-Konzept. Ja. Und das heißt, es geht wirklich darum, wie du es machst. Wenn es darum geht, weil wir wollen einfach nur die Fähigkeiten von Menschen breiter machen, solange da nicht irgendwas wegfällt, weil du bist nicht breit, weil das breit schiebt dann einfach nur das Spektrum. Right? Zum Beispiel in England, da gibt es mittlerweile, da gibt es Leute, die wollen kein Internet haben. Right? I mean. Und dann, die heißt mittlerweile Refuse-Nix. De? Refuse-Nix. Refuse nix. Ja. Okay.
Right? Und right? Und dann, das kommt mit Konsequenzen. Du kriegst viele Jobs nicht mehr, wenn du kein Internet hast. Right? Das heißt, unsere Gesellschaft wird irgendwann, das ist also, right, right, es fängt an experimentell. Und je mehr das also als Consumer-Produkt in die Masse reinkommt, je mehr normative bekommt diese Technologie. Und wenn du die da nicht willst oder kannst oder was weiß ich, fällst du runter. Und das ist, wo das eigentliche Problem ist. Und die Präzision Medizin, denke ich mir, weil sie sich auf Medizin schon reiht, am Ende setzt, du tust da nur Daten generieren, aber wenn, wie der Satz gesagt hat, ist about make it more efficient, mach es am Ende und so weiter. Das geht, da geht es eben nicht drum. Und Medizin geht nicht um die Fähigkeiten breiter zu machen. Das ist einfach nicht, was Medizin im Generellen ist. Right? Es braucht eine Norm. Right? Von wer du sagen kannst, dass du krank bist. Wenn du keine Norm hast, dann wie kannst du krank sein? Nicht? Also solange du die Technologien außerhalb davon benutzt, gar kein Right, also, und das machst nur, um einfach die Gesellschaft breitfächiger zu machen, das ist ja kein Problem als solches. Aber da gehen wir eben nicht hin. Right, in vielen Ecken. Und again, ich muss mehr von Nordamerika reden. Ich kenne den Deutschen, weiß nicht, wie der die Diskussionsstand in Deutschland ist, aber hier wird das doch alles zur Normatisierung gesetzt. Ja. Aber ist es nicht auch ein bisschen eine optische Täuschung, weil die großen Firmen oder die großen Märkte sind halt eben dann bei den Computer Games und nicht bei den wenigen Anwendungen, die Menschen mit Beeinträchtigungen wirklich nützen würden, da kann man wirklich nicht das große Geld machen damit, aber es kann ja sein, dass es das trotzdem gibt, quasi daneben in der Nische. Klar, down the road, aber im Moment, aber bis jetzt sieht man eben nur das, also deswegen, right, also die Konsumerprodukte werden fast immer so entwickelt, dass sie für die Massen sind und die anderen fallen runter. Deswegen kommen diese Adaptionen ja immer erst danach, nicht schon am Anfang. Und man kann das mit zum Beispiel, man kann ja ganz weit zurückgehen, das Telefon. Nicht? Wenn du in einer lokalen Community gelebt hast, konntest du ruhig taub sein, weil die kannten dich alle, die können alle du kannst Lip-Reading, die können vielleicht Armenian Sign Language wissen. Dann kam das Telefon, right? Und die haben alt ausgesehen. Nicht? Dann kam natürlich, dann 100 Jahre später kam das TTY. Und dann geht es schon wieder weiter. Das heißt, es kommt immer nach. Das heißt, du spielst immer Catch-up. Nicht? Also, right? Das kommt nicht mit den Webseiten. Die World Federation of Blind sagt, ungefähr 90% der Webseiten sind immer noch nicht zugänglich. Und wie lange haben wir nicht jetzt Webseiten schon? Nicht? Und das heißt, du bist immer dann der, und dann kommt das dann, wir tun dich accommodating, right? Google findet noch nicht mal das Wort im Deutschen. Right? Accommodation. Was wäre das deutsche Wort dafür? Christoph? Ach, Moment. Nee, Anpassung passt nicht. Dann lassen wir hoffen, dass die Leute es verstehen, right? You get accommodated, ich mache was für dich. Ja. Right? Und wenn wir looking, zum Beispiel, wenn du sagst, ich werde in meiner Uni nicht accommodated, weil zum Beispiel da ist dann ein Behinderten-Washroom, ne? Behinderten-Toilette. Right? Das fällt dann unter Accommodation für meine Deficiency, weil ich ein Rollstuhlfahrer bin. Natürlich, jeder Bauverordnung ist eine Accommodation, weil wir haben Washrooms natürlich, also nicht Toiletten sowieso in jedem Gebäude, weil der Körper als solches natürlich ohne eine Toilette ganz alt aussieht. Mhm. Nicht? Aber die würden den Begriff Accommodation nicht benutzen, weil da musst du nämlich akzeptieren, dass du auch Hilfe brauchst. Right? Das ist wieder mal, wo wir all diese Wörter, wo jeder es ist, so wie mit dem Fahrrad. Right? Wir tun diese Gruppe rausgrenzen. It's the same with special needs. Right? Everyone has needs. Right? I mean, und so weiter. Das sind alles Begriffe, die mich assern, die mich als Außenseiter titulieren. Und solange das nicht verändert wird, dass wir wirklich alle akzeptieren in der Art, wie sie sind und konstant Begriffe benutzen, um auszugrenzen,
und zu sagen, du musst jetzt also wirklich glücklich sein, dass wir dir das jetzt geben. Deswegen gibt es ja auch das Reasonable Accommodation. Nicht? Also du erwartest dann wirklich zu vielen jetzt, ne? Dann ist es nicht mehr reasonable. Unter dem Right Framework of der Gesellschaft muss man sich dann gucken, wie spielt sich diese Precision Medicine und all diese anderen Technologien aus. Es geht nicht um die Technologie als solches. Ich bin ja ein Geek. Zum Beispiel, ich gebe in 2 Wochen einen Talk über Covid und Behinderte. Und für mich war das, I mean, right liberating, die Covid-Situation. Right? Und dann die Leute gucken dann und kriegen große Augen. Und jetzt, weil ich kann alles auf dem Computer machen. Ich kann meinen E-Reader, ich tue meine Bücher von der öffentlichen Bücherei per Computer reinholen in mein E-Reader. Ich kann meine Lebensmittel online buchen und. Mittlerweile kann ich meine Kurse sind alle online. Hurra. Right? I mean, ich brauche nicht mehr zur Uni. Ich muss nicht mal gucken, wo ich parken kann in der Uni. Dass der nicht, weil natürlich die Rolleplätze alle voll sind normalerweise. Nicht? Und so weiter. Für mich war das tatsächlich befreiend. Aber das liegt daran, dass ich damit adaptieren konnte, dass ich diese ganzen Fähigkeiten, die man von mir erwartet werden, auf einmal keine Rolle mehr gespielt haben, weil keiner kann ja ins Gebäude. Also mussten wir alle jetzt online. Ja. Und vorher ist dann gesagt worden, das geht nicht. Es geht die Technologie nicht. Wir können nicht zum Beispiel unsere Mitarbeiter nach Hause schicken und von da arbeiten lassen. Und dann Covid kam, gar kein Problem. Geht alles. Right? Oder als Akademiker nicht, ich will nicht irgendwo hinfliegen für eine Konferenz, weil so viele Sachen sind nicht zugänglich. Right? Ja. Also für einen Rollifahrer, für mich ist das so viel einfacher. Right? Das heißt, es ist alles im Kopf, wie wir das framen, wie wir das einsetzen, denke ich. Ich war zu lange jetzt, sorry. Das ist ein Stichwort, glaube ich, für reine Stiefelhagen. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe das auch schon tatsächlich gehört, dass viele blinde Studierende eigentlich sich ähnlich äußern. Wow, da fällt jetzt auch viel Last weg, allein schon der Weg von zu Hause an die Uni, ja, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und ich kriege das jetzt online präsentiert. Also ja, das war tatsächlich auch eine Erleichterung für einige. Ich muss auch sagen, für mich teilweise auch. Es hat viele Facetten, aber es ist teilweise einfach auch eine Erleichterung. Ja. Man kann viele Dinge von zu Hause machen, nicht mehr so viele Reisen, aber noch eine Assoziation oder was dazu. Tatsächlich mit Covid gab es auch ganz spezielle Herausforderungen für viele blinde Menschen, weil, wie ich mitbekommen habe, zum Beispiel diese Abstände, die man einhalten soll. Das ist unglaublich schwierig, ja, wenn man nicht sieht. Und tatsächlich, wir hatten dann im Gespräch mit meinem blinden Mitarbeiter, also war ich gar nicht beteiligt, aber da haben die anderen Mitarbeiter die Idee gehabt, Mensch, wir können eigentlich ein Device bauen, was dir hilft, die Abstände zu halten. Das dann einfach piepst, wenn da eine Person ist und du näher als 1,5 Meter rankommst. Jetzt weiß ich nicht, da könnte man natürlich auch wieder sagen, okay, das ist eigentlich vielleicht normativ irgendwie kritisch zu sehen, ich weiß es nicht, aber es ist auch trotz allem erstmal eine technische Möglichkeit, die tatsächlich den Anwendern das Gefühl gab, okay, das könnte mir helfen. Also mein Mitarbeiter, der hat wirklich gesagt, ich will gar nicht mehr aus dem Haus, die Leute sind so aggressiv, die sind gestresst, auch wegen Covid. Und wenn man dann jemand zu nahe auf den Leib rückt, ja, beim Einkaufen, wird man ganz schön hart angegangen. Und egal, ob blind oder nicht. Ja. Und okay, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier zur Sache tut, aber auch da kann man sozusagen technisch wieder versuchen, Lösungen zu entwickeln, die unterstützen.
Ja, es ist immer, geht so ein bisschen hin und her, man Ja, natürlich. aber ich würde den Faden gern wieder aufnehmen, den wir vorher liegen gelassen haben, wo wir gesehen haben, Technologien helfen zwar, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, die vielleicht nur spezielle Menschen haben oder einige haben, aber gleichzeitig normiert sie dann im Effekt. Es wird dann erwartet, dass man das auch benutzt, weil es dann nicht mehr okay ist, diese Fähigkeit eben nicht zu haben. Es wird nicht akzeptiert. Oder umgekehrt, Devices wie das Internet können dazu führen, dass Menschen, die das Internet dann nicht wollen, die refuse nichts, dann plötzlich sozial benachteiligt sind. Also quasi eine Behinderung, jetzt nicht im Sinn der Körperbehinderungen, aber der sozialen Behinderungen bekommen, weil sie auf dem Arbeitsmarkt rausfallen. Also diese Veränderungen, die durch die Technologien entstehen, jetzt wenn man das auf diese Präzisionsmedizin zurückbezieht und vielleicht den anderen Aspekt ein bisschen in den Vordergrund bringt, nämlich den Datenaspekt. Also Präzisionsmedizin ist Big Data Medizin. Da werden Daten gesammelt auf verschiedensten Ebenen, nicht nur genetische Daten, sondern auch noch Mikrobiom und weiß nicht, Soziom und also alle Omics, die man sich vorstellen kann und diese Datensätze, soweit man sie überhaupt kriegen kann und erfassen kann, mit Hilfe von Apps und mit Hilfe von Krankengeschichten und Patient Records und allen möglichen Quellen, versucht man eine Lösung für die Person zu finden, die jetzt ein Bedürfnis hat und in der Arzt-Patienten-Beziehung der Ärztin gegenüber sitzt. Das Gespräch verändert sich durch diese Daten. Das war ein großes Anliegen heute Nachmittag. Einige haben hier gefunden, da passiert etwas möglicherweise Bedenkliches, dass Daten quasi wie ein Filter werden für die Wahrnehmung, die wir von anderen Menschen haben, also in der Medizin, in der therapeutischen Beziehung jetzt speziell, also zwischen Ärztin und Patient. Verschwinden die Menschen hinter den Daten? Was macht die Datenbasierung? So technologisch geschickt das auch ist, mit dieser Beziehung mit dem anderen Menschen, dessen Bedürfnisse, dessen Erfahrungen und Erzählungen dann gar nichts mehr gelten, außer sie passen irgendwie in ein Formular rein, das man mit einem App quasi ausfüllen kann. Aber die Geschichten der Menschen, die passen eigentlich normalerweise nie in diese Formulare rein. Die fallen dann weg. Ärztin hört dann nicht mehr zu. Sie schaut dann nur das Ergebnis dieser Datensammlung an. Das war so ein Problembereich, der aufgetreten ist und den wir noch nicht wirklich verstehen, auch nicht wirklich sehen, wie weit wird diese Medizin so, wie man sie jetzt befürchtet oder erhofft. Auf der anderen Seite ist ja auch die Hoffnung da, dass man bessere Therapien haben kann damit. Aber wie seht ihr das beide? Also das ist quasi ein Megatrend, diese Datenbasierung und die Integration von Daten, dass man damit quasi Modelle errechnet, mit denen man steuern kann und mit denen man Entscheidungshilfen bauen kann. Führt das zu besseren Entscheidungen oder führt das zu schlechteren Entscheidungen? So ganz plakativ gefragt. Wem darf ich das Wort zuerst geben? Wenn ich darf, fange ich einfach diesmal an. Also ich bin weder Arzt noch da sehr tief drin, aber ich habe doch ziemlich viel Kontakt mit Ärzten, weil ich auch Projekte habe im medizinischen Umfeld. Das hat nichts direkt mit Behinderung zu tun, aber auch da mit Assistenz. Systemen oder auch medizinischer Bildverarbeitung. Und ich kenne auch einige so Ärzte privat. Und mein Eindruck ist, dass doch viele Ärzte sich doch sehr verantwortlich ein komplettes Bild so der Situation machen wollen und nicht einfach nur alles technisch ausreizen, was geht. Ich meine, diese Problematik gibt es ja, glaube ich, schon lange. Man mit der Fortschreitung der Technisierung auch in der Medizin, Intensivmedizin, muss man manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Man kann das Leben sehr lange verlängern, aber mein Eindruck ist doch, dass sich da sehr viele Ärzte auch sehr viele Gedanken machen,
wie weit gehe ich und was nutze ich. Und wie gesagt, ich bin kein Spezialist in dem Gebiet, aber auch mit der Präzisionsmedizin und personalisierter Medizin oder auch computerunterstützte Medizin, wo man praktisch einen Wissensschatz vielleicht zur Verfügung hat, den man als normaler Arzt einfach nicht im Kopf haben kann, was da gerade jetzt irgendwo auf der Welt publiziert wurde. Glaube ich, hat man nochmal neue Tools und Möglichkeiten in der Hand, die aus meiner Sicht das Spektrum erweitern, um auch positiv im Sinne des Patienten irgendetwas zu bewirken zu können. Also im Sinne von irgendwie Leiden auch vermindern oder Lebensqualität erhöhen im besten Fall. Das heißt aber, ich würde das also sozusagen, wenn es verantwortungsbewusst genutzt wird, als eine positive Entwicklung sehen. Und ich jetzt noch mal einen letzten Satz dazu, dann höre ich auf. Ich weiß, ich bin da so ein Technikoptimist. Aber wenn wir mal anschauen, wie sich unsere Lebenserwartung verändert hat, Lebenserwartung ist nicht gleich Lebensqualität, aber trotz allem unsere Lebenssituation auch insgesamt und auch durch Technik, dann muss ich sagen, da bin ich doch eigentlich ganz optimistisch, wie die Entwicklung ist. Und letzte Sache, wenn jemand bewusst entscheidet, das möchte ich nicht benutzen, also ich möchte kein Internet, dann ist das für mich okay. Problematisch ist es dann, wenn jemand das gar nicht entscheiden kann, weil er die Wahl nicht hat. Das finde ich dann natürlich problematisch. Jetzt nochmal, geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber das hatte ich mir vorher noch gemerkt. Also war damit. Ja, danke. Danke. Vielleicht ich stelle die Frage nochmals von vorhin. Also machen solche Entscheidungsassistenzsysteme basiert auf Big Data die Entscheidungen besser oder bringen sie sie weg vom Patienten? Gregor. Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist. I mean, wenn du zum Beispiel gucken willst, ob du eine gewisse genetische Variation hast, Reitmutation mit einem gewissen Reitmelanoma oder einem gewissen Krebs, wo dann ein gewisses Medikament wirkt und das andere nicht. Das ist ja, was man normal so vorwärts macht, dass man das mehr gezielter sagen kann, wir brauchen bei dir das Medikament nicht auszuprobieren, weil wenn du diese genetische Variante hast, es funktioniert nicht. Nein? Aber wir tun ja wesentlich mehr Daten generieren. Right? Da ist ein Grund, weil da kommt es wieder, wie die Gesellschaft funktioniert. In Nordamerika, in den USA, Obama hat große Probleme gehabt und die haben immer noch große Probleme gehabt, Leute dazu bringen, right, also da teilzunehmen. Gerade die eben sowieso schon benachteiligt sind. Nicht? Also right, Black Americans und so weiter. Und es mag daran sein, dass natürlich zum Beispiel die Health Insurance, right, die Krankenversicherung, natürlich daran interessiert sind, um dann dementsprechend die Prämien umzuändern. Und auch in Amerika zum Beispiel vor Obamacare, pre-existing condition war right, generell, so, wenn man wusste, dass du was gehabt hast, right, dann bist du gar nicht mehr Teil der Gesundheitsversorgung gewesen, right, Gesundheitsversicherung. Nicht? Das heißt, wie die Sachen sich dann ausspielen, deswegen wollen viele erst gar nicht diese Daten reintun. Und das mag ja heute okay sein, weil unter Obamacare ist Pre-Existing Condition rausgenommen. Aber man kann ja sehen, wie viele Leute Obamacare seit Jahren wieder loswerden wollen. Right? Und deine Daten sind für immer da. Nicht? Das heißt also, das wird sich in jedem Land anders ausspielen, je nachdem, wie das, right, wenn du Universal Healthcare hast, spielt sich das anders aus, als wenn du zum Beispiel als in Amerika, wo du das nicht hast. Nicht? Und wenn du dann sowieso schon, wenn du diese ganzen Gruppen dann gegeneinander ausspielst, right, Black have more of that,
Right? Da ist ein Grund, warum die da nicht teilnehmen wollen, total unabhängig von den Behinderten. Right? Mit dem Anti-Genetic Discrimination Law, das also die USA gehabt hat, right? Also vor Jahren reingetan hat, das haben sie reingetan, weil natürlich die Leute auch da schon keine Daten generieren wollten. Und dann wurde gesagt, ja, solange du asymptomatisch bist, darfst du für deine genetischen Code nicht diskriminiert werden. Sobald du symptomatisch bist, können wir dich diskriminieren. Das heißt, die Behinderten sind da tatsächlich wieder rausgeschmissen worden. Right? Weil natürlich die Behinderten als symptomatisch angesehen werden. Das heißt, die sind nicht armieren, right? Die können dann jetzt von der Gesundheitsversorgung, right, und der Health Insurance und so weiter diskriminiert werden, weil du bist ja symptomatisch. Right? Das heißt aber auch, dadurch, dass das Gesetz also eben nicht die Symptomatischen auch gegen Diskriminierung schützt, right, dass irgendwann die Asymptomatischen werden ja irgendwann mal symptomatisch, wenn sie tatsächlich dann genetische Variationen haben und so weiter. Das heißt, wir haben hier da schon wieder zwei Gruppen aufgespielt, wo auch dann diese Precision Medicine sich anders aus, die ganzen Omics sich anders ausspielen. Das sind die Asymptomatischen und die Symptomatischen, right, die Behinderten. Und die Behinderten zählen ja alle eigentlich als symptomatisch, weil die meisten kann es ja dann sehen. Die Invisible Ones, das siehst du an der Uni, right? Wenn du dich irgendwie noch verstecken kannst, dass keiner das mitkriegt, machst du das. Du willst gar nicht als Behinderter klassifiziert werden. Right? Deswegen ist eines der größten Probleme mit EDI, nicht Equity, Diversity and Inclusion, right? Dass eben die meisten, wir haben was, vielleicht 5% der Leute identifizieren sich als Behinderte in der Uni. Sind natürlich wesentlich mehr, right? Weil Mental Health und so ist ja alles Teil davon. Das heißt, viele Leute sagen nichts. Darf ich dann okay? fragen? Ja. Aber sollten wir uns dann nicht mehr dafür einsetzen, dass diese Diskriminierung in dieser Anwendung beseitigt wird, also beispielsweise indem die Gesetzgebung entsprechend gemacht wird, als dass wir sagen, nee, wir wollen einfach diese Omics nicht, also diese Präzisionsmedizin. Wir könnten ja auch sagen, also es ist eigentlich eine gute Sache, aber es darf nicht diskriminierend sein. Ja, die Frage ist jedem Land, wie die Kultur ist, ob das funktioniert. Ich glaube, in Amerika funktioniert das nicht, right? Wo die Leute schon so große Probleme mit Obamacare gehabt haben, weil sie jetzt für ein bisschen mehr bezahlen müssen, damit andere nicht Versicherung kriegen. Und das wird sich in jedem Land anders ausspielen. Deutschland ist ganz anders in ihrer Kultur. Kanada ist anders als, weit Malaysia ist wieder anders. Right? Deswegen, ich kann nicht für Deutschland sprechen, der Ansatz, dass wir nicht diskriminieren sollen, das wollen wir ja, das ist ja Disability Studies. Nicht? Aber wenn ich zum Beispiel Employment gucke, wollen wir gar nicht mit Medizin reden. Wenn wir gucken, die Leute, die beschäftigt sind, also nicht die Unemployment Number, weil die ist ja unnütz, right? Sondern die beschäftigt sind, das sind in Amerika 36% der Behinderten. Während 82% der Nichtbehinderten haben einen Job. Right? Und man muss diese Nummer nehmen und nicht Unemployment, weil Unemployment heißt, dass du für Arbeit guckst. Und die meisten Behinderten haben aufgegeben. Die wissen, die kriegen den Job nicht. Nicht? Und wenn nur 36% einen Job haben, das sind die 16 bis 64, wenn du dann drüber gehst, weil in Amerika kannst du ja länger arbeiten, die haben ja keine Mandatory Retirement Age, nicht Pension, dann geht die Nummer runter nach 20% employed, nicht? Für Behinderte. Wenn wir gucken, dass wir die alten Diskriminierungen immer noch nicht gelöst haben, right? Wie groß ist dann die Hoffnung, dass dann mit den neuen Technologien enabled Diskriminierung auf einmal alles anders ist? Nicht? Mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel, wir sehen die ersten Gerichtsverfahren gegen Health Insurance Companies, wo sie dann sagen, weil wir sagen euch nicht, wie unser Algorithmus ist, weil das ist am Ende privat, proprietary. Nicht? Und natürlich sind die so geschrieben, weil Amazon musste ja ihre sogenannte künstliche Intelligenz, die Leute einstellt, wieder abschaffen,
weil die Maschine Bias gegen Frauen war. Right? Und die Idee, dass also die künstliche Intelligenz unbiased ist, geben, dass die künstliche Intelligenz ist ja nur so gut, wie Machine Learning ist, was sie Zugang hat. Und die Information über Behinderte zum Beispiel ist so vastly in die Richtung auf medizinisch. Wenn die Maschine selbst, dass die Intelligenz auch davon abhängig ist, was die Machine Learning Zugriff hat. Right? Und da haben wir bis jetzt noch keine wirklich gute Lösung. Also Amazon offensichtlich hat noch nicht mal mit Frauen eine Lösung gefunden, dass ihre Maschine nicht also Reitvorurteile hat. Ja, dazu könnte ich auch gerne noch mal was sagen. Ja. Also da stimme ich zu. Das ist tatsächlich ein Problem. Also die Algorithmen sind so gut wie die Daten, die man zum Training hat. Und ja, also das ist ja auch immer wieder in der Presse, dass dann zum Beispiel schwarze, dunkelhäutige Frauen werden die Gesichter nicht so gut gefunden wie von weißen Männern. Und tatsächlich zum Beispiel bei Gesichtserkennungsalgorithmen sind die Erkennungsraten deutlich höher bei weißen Männern im Vergleich zu schwarzen Frauen. Und anderes. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn man wenige Daten hat, also so beispielsweise, wenn man eben nicht der Norm entspricht, sondern irgendwo an den Rändern der Verteilung ist sozusagen, da haben die Algorithmen Schwierigkeiten, gut mit umzugehen. Und das sehe ich tatsächlich auch als ein Problem der Fairness an. Was aber, sagen wir, auch in der wissenschaftlichen Community und auch bei der Regulierung, also zumindest in der EU, immer mehr in Fokus kommt. Mhm. Und es ist gar nicht so leicht, das hinzubekommen. Also ein Beispiel, was mir dann auch einfällt, ist zum Beispiel, wir haben ja jetzt solche Hindernis-Objektdetektionen in Autos. Das ist natürlich eine tolle Sache, die erkennen Hindernisse. Ich weiß nicht, ich bin nicht so tief drin, wie die Firmen das machen, aber erkennen die auch genauso gut Rollstuhlfahrer wie eine laufende Person oder eine Person, die vielleicht ganz stark gebeugt läuft? Also das sind tatsächlich Dinge, wo ich denke, das muss man wirklich beachten und auch. Also das sind wissenschaftliche Themen, die wir müssen quasi schauen, kriegen wir die Algorithmen besser, aber auch sozusagen, wenn es in den Markt kommt, regulatorische Fragen, glaube ich. Ja, ja. Ist das ein ganz großes Forschungs... You go on. Nee, du wolltest was sagen, Christoph, ne? Ja, ich wollte sagen, also muss man offenbar akribisch, als Gesellschaft akribisch darauf Acht geben, dass mit der Technologie sich weder stehen. Und das ist sehr schwer antizipierbar. Man muss das wirklich im Verlauf der Technologieentwicklung ständig immer wachsam einbringen. Ja, klar. Aber das heißt immer noch, I think, im Endeffekt müssen wir die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft am Ende right, konstant people in Gruppen tut, right, und sagt, right, du bist drin, du bist draußen, right, du machst, was du sollst, du am Ende bist eine Enttäuschung, weil du kannst nicht X, Y, Z. Nicht? Und ich muss natürlich sagen, als Contaganer, für die Leute, die mich nicht kennen, right? Ich bin natürlich das Posterchild für Enttäuschung, right? Um einen netten Begriff zu benutzen. Nicht? Die Medien haben uns ja von Anfang an immer wieder benutzt als, nicht mit dem Bild, wie ich meine nicht normative Body, right? Leben nicht worth living, Monster und so weiter und so weiter. Right? Und das hat sich noch nicht viel verändert. Wir sind immer noch, right? Ist alles über Norms und right. Und solange die Gesellschaft das unbedingt will, dass wir einfach die Norm, right, und wenn du nicht die Norm hast, siehst du alt aus, dann werden die Technologien auch als solches benutzt. Right, von den Leuten, die die Norms vorantreiben wollen. Nicht? Auch Insurance Companies und so weiter.
Und ich denke, da haben wir einfach noch keinen. Mit Covid hat man ja gesehen, wie viel Armeen-Reit, Armeen-Covid hat gezeigt, wie schlimm es für viele Behinderten ist, weil du bist ja nicht in der Norm gewesen. Altenheime, Reit und so weiter, die haben in so vielen Ländern haben die ja alle alt ausgesehen. Nicht wie die behandelt worden sind, die Leute. Right? Das ist nichts spezifisch zu einem Land. Du kommst nach Spanien, Deutschland, Kanada, USA. Es hat fast in allen Ländern haben diese Gruppen, die sogenannten Randgruppen, haben alt ausgesehen. Right? Die Behinderten auch, halt außerhalb des Altersheims, die Group Homes und so weiter. Right? Und Leute, die dann sagen, weil ich habe jetzt Reiz und du kannst mir nicht davon abhalten, keine Maske zu tragen und dies und jenes. Right? Right? Das macht es für Behinderte noch schwerer, also weil wir nämlich, I think, what you call tribalism, wir haben mehr und mehr kleine Gruppen und es sagt, entweder ich will sein, wie ich bin und mich interessieren die anderen nicht. Das macht es, I mean, diese Fragmentierung macht es noch schwieriger, denke ich mir, dazu zu führen, dass wir also right, Diversity akzeptieren in right, mit Behinderten und so weiter. Und das heißt, jede Technologie hat, muss man sehen, wie die gesellschaftliche Struktur ist. Right? Und dass man viele der alten Probleme noch nicht gelöst hat, wie zum Beispiel Employment. Right? Und wir haben zum Beispiel einen Artikel letztes Jahr rausgetan über, wie ist die künstliche Intelligenz in der akademischen Literatur in relation to Behinderten. Und es ist purely techno-optimistic. Wir haben nicht einen Artikel gefunden, der gesagt hat, da sind Probleme. Keinen, nicht Newspaper, Twitter und akademische Literatur. Während wir natürlich massig Artikel haben für Nichtbehinderte, wo man sagt, die künstliche Intelligenz reitet an mir, nimmt Jobs weg und so weiter. Aber nicht ein Artikel, der dann sagt, ja, der nimmt auch den Behinderten den Job weg. Halt mit Robotics genau dasselbe, das habe ich 2016 publiziert. Wieder genau dasselbe, Robot für Behinderte, dass sie einen Job kriegen. Dass der Robot auch den Job wegnimmt, nicht ein Artikel. Das heißt, wenn wir schon da die Präferenz in der Forschung, was publiziert wird, haben, dass alles nur cool ist mit Behinderten, selbst wenn es mit den anderen Gruppen nicht so cool ist, right, dann, right, und das führt dann dazu mit dem Machine Learning, right, ist one-sided, wenn das andere nicht publiziert wird, wie kriegst du den Bias raus? Da gibt es keine anderen Daten. Right? Und das heißt, was wir bis jetzt sehen, ist, denke ich mir, eine ganz klar right, overly optimistic. Und wie gesagt, ich benutze einen Computer. Ich benutze Zoom. I love Zoom. Right? Ich kann meine Universitäts-Armeen-Meetings machen und ich höre die Leute. Wenn ich reinkomme und die sitzen alle im Raum, höre ich keinen. Die Leute sind, Armeen reden übereinander im Raum. Auf Zoom reden sie nicht übereinander. Nicht? Also für mich, I heaven in the moment. Und sobald es wieder weggeht nach Uni, bin ich wieder weg von den Meetings, weil ich will nicht extra zur Uni reinfahren, weil wir sind in Calgary, wir haben 6 Monate Schnee. Nicht? Das ist mit dem Reiten, und ich will nicht mit dem Auto durch den Schnee fahren. Ich kriege mein eigenen, nicht Driveway-Shovel, nicht? Mein, wo ich das Auto parke und so. Nicht so einfach, wenn du 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Schnee hast. Nicht alle möglichen Gründe. Aber right, das heißt, ich bin nicht Anti-Technologie. Aber dass mir das dann alles, dass wir mit Behinderten, die so ungefähr als Armeen so right, alles verkaufen, nicht Techno to the Rescue. Wenn wir bei den anderen Leuten ganz klar sagen, dass da Probleme sind und zum Beispiel, wenn wir gucken, mit right, die Jobs, die jetzt die Low-Hanging Fruit, also die einfachen Jobs, die man wegnehmen kann durch Automatisierung, das sind die Jobs, die meisten Behinderten haben. Right? I mean, die Behinderten sind nicht also im Pulk unter Fakultätsposition Uni. Right? Die sind Receptionist, Repetitive Tasks, weil für viele Behinderten das ist, was sie können, weil auch gegeben, was ihr Ausbildungsstatus ist und so weiter. Und das sind Sachen, die natürlich die Automatisierung nehmen kann. Like for Down-Syndrom. Nicht? Also a Filing Clerk, der die Papiere in Ordner reingetan hat, war a main job für People with Down-Syndrom. Als es dann alles digitalisiert worden ist,
Du brauchst keinen Filing Clerk mehr. Nicht? Und das wird alles nicht thematisiert. Einfach nur right, Technologie und dann wird es besser. Und solange das nicht geändert ist, dass wir eine Balanced Research Data haben, wo also die Behinderten auch, wo man sagt, ja, und das hat, tut eben nicht nur gut den Behinderten. Right? Und das ist nicht Antitechnologie, das sagt Breitbier, weil wir benutzen das ja selber für die Nichtbehinderten und sagen, da sind Probleme. Right? Dann denke ich mir, das heißt, es hat gar nichts mit der eigentlichen Technologie zu tun, es ist nur, wie wir generell mit den Forschungsprogrammen umgehen und deswegen, und weil wir Behinderte hauptsächlich in die Medizin rüberschieben, dann wird das andere auch gar nicht so behandelt. Ja. Das heißt, es müsste auch mehr Partizipation passieren von Menschen, die dann, dass die ihre Anliegen wirklich auch einbringen könnten und dass man sie aktiv auch holt. Rainer Stiefelhagen, wie denkt Karlsruhe, dass das KIT über das Thema Partizipation in der Technologie, die da passieren, nach? Ist das nicht wirklich ein ganz primäres Anliegen der akademischen Begleitung der Technologieentwicklung heute? Und wie weit kommt man da? Wo sind die Grenzen? Okay, also ich glaube, wir haben da am KIT tatsächlich gerade eine große Chance. Das Zukunftskonzept des KIT, ich weiß den Titel nicht auswendig, aber es ist irgendwas mit Mensch und Technik, Gesellschaft und Technik. Und da Gregor ist ja auch am ITAS assoziiert, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, KIT, mit denen ich zum Beispiel sehr viel zusammenarbeite, die auch die Zukunftsentwicklung am KIT mitgestalten. Und da ist natürlich immer ein großes Thema auch diesen Blick, was verfolgen hat die Technikentwicklung und tatsächlich auch die Partizipation. Ich freue mich zum Beispiel sehr darüber, dass wir jetzt, also in diesem Zukunftskonzept des KIT sind auch sogenannte Reallaborforschung ein Thema und Reallabore. Und wir haben jetzt zum Beispiel eines der ersten beiden Reallabore, die bewilligt wurden. Davon bin in einem ich mit in der Leitung involviert. Da geht es um Barrierefreiheit und digitale assistive Technologien. Und wir haben jetzt zum Beispiel zwei neue Professuren ausgeschrieben, eine in der Computer Science über Mensch-Maschine-Interaktion und Barrierefreiheit, ganz spezifisch zu diesem Thema, und eine in der Architektur, auch zum Thema Architektur und Technologie und Barrierefreiheit. Also Architektur hat ja auch direkt was mit Barrierefreiheit sehr oft zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass das KIT auch zunehmend Sichtbarkeit gewinnt, dieses Thema. Und das sehe ich als eine große Chance. Wir werden zunehmend eingeladen und wahrgenommen vom Präsidium. Wir werden involviert, wenn es um die Neugestaltung des Webdesigns im KIT geht, also Barrierefreiheit. Wir würden jetzt einbezogen, wenn es geht um neue Sprachempfehlungen für Gender und Diversity, sodass es dann auch barrierefrei ist für Screenreader und ähnliche Dinge. Also ich habe den Eindruck, es entwickelt sich. Und es gibt da eine Offenheit und auch eine neue Chancen. So. Vielleicht kann Gregor dazu auch noch was sagen. Weil ich kann nicht über das KIT, außer dass ich Teil davon bin und offensichtlich, right auch vom Horizon, all diese europäischen Programme sind sehr much über Engagement und so weiter. Einer meiner Studenten hat ihre Master-Thesis auf Anticipatory Governance gemacht. Nicht? Dass man also vorschauende Governance, right? Aber wer bei Governance die sozialen Implikationen ist. Und da, right? Und wir haben den Begriff Anticipatory Advocacy
Right gecoint. Also, right, du musst praktisch Anticipatory Advocacy machen, dass du Anticipatory Governance teilnehmen kannst. Das Problem ist, wenn du mit den behinderten Rechtsgruppen redest, dass die so wenig, praktisch so viel mit den alten Problemen immer noch sich rumkloppen. Transport, right, und so weiter, nicht? Employment, dann sagen, okay, letzte Woche war es, okay, was ist eure Meinung zu Sozialrobotern? Nächste Woche, was ist synthetische Biologie? Nächste Woche, was ist künstliche Intelligenz? Nächste Woche, das kann ich, ich bin eine Luxury, Luxus-Edition. Right? Weil ich mache das seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile, schauerlich, aber war. Right? Also ich kann einfach auf die nächste Technologie rufen. Meistens die dynamischen Dynamik sind dieselben. Aber für den Normalbürger, like eine behinderten Rechtsgruppe, die noch nicht mal wissen, wo ihr nächstes Essen herkommt, right, die ja dann auch nicht dafür bezahlt werden, all sowas zu machen, das führt nicht zu einem Job, dass die engaged werden. Nicht? Und wir haben so viele Areas, wo man dann selbst das, ja. Die haben gesagt, wir würden liebend gerne, aber wir haben gar nicht die Leute. Ja. Right? Wir haben einfach auch nicht die Knowledge, außer dass wir dann praktisch, du musst ja auch wirklich gutes Wissen haben, sodass du auch da den Diskurs auch wirklich right, in Frage stellen kannst. Ansonsten kommst du ja nur dahin, um zu sagen, hier haben wir den Behinderten auf der Bühne und hey, cool. Ja. Right? Das ist ja auch nicht Partizipation. Right? Die müssen ja auch genug wissen und das ist ein großes Problem, dass die Leute, dass wir so viele Themen haben, dass die im Endeffekt right, dann mit den, was wir jetzt gerade jetzt drüber reden, die ganzen neuen Technologien, da braucht so viel Zeit, bis du das Thema gut drauf hast. Die haben nicht die Leute. Right? Ich bin, würde ich sagen, an meiner Uni bin ich der Einzige, der von meinem behinderten Rechtsengel auf diesen Gebieten arbeitet. Und in Kanada wirst du nicht viele finden, die darauf arbeiten, auf dem akademischen Gebiet. Das heißt, wir müssten so viele mehr haben, die auf dem Gebiet arbeiten, selbst auf dem akademischen Bereich, nicht zu speak, die mit der Public. Right? Right, mit den sozialen Implikationen. If it's the user, right, right, wo du sagst, ja, was passt dir denn mit der Brille und so, nicht an den particular design, da gibt es natürlich viel. Right? Aber das ist ja wesentlich mehr hands-on, ne? Ich habe mir zu Participatory Design im Vorfeld ganz viele Notizen gemacht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Ja. Also so, Christoph will, glaube ich. Die wichtigsten zwei Stichworte drauf, das wäre doch gut. Sag dir noch am Schluss die wichtigsten zwei Stichworte aus deinen Notizen zu Partizipation. Ja, für uns ist es zum Beispiel unglaublich wichtig, dass wir wirklich mit zum Beispiel blinden Anwendern von Anfang an arbeiten und praktisch das Design entwickeln und dann auch Dinge testen und nicht zum Beispiel mit blindfolded Students. Das ist einfach Nonsens. Wird aber oft gemacht. Es ist schwierig, weil man hat vielleicht nicht so viele blinde Probanden, aber man muss es machen, um wirklich für die Anwendergruppe etwas zu tun. Da könnte man viel dazu sagen. Aber es ist uns, für uns sehr wichtig. Ja, und das kommt auch nicht in vielen Ecken. Ich meine, Reit Punch, der jetzt der Direktor right, vom NSF ist, hat also sein eigenes Ubiquitous Computing Lab in Arizona State gehabt, wo er genau das gehabt hat. Der hat Behindertengruppen gehabt, die dann gesagt haben, was müssen wir jetzt herstellen? Nicht? Aber das ist ja ein bisschen anders als die Anticipatory Governance, die sich über die Sozialimplikationen redet. Das wären dann die Behindertenrechtsgruppen, nicht die Usergruppen unbedingt. Und da haben wir einfach, das geht ja weit weiter als nur, ob ich es benutzen kann. Und da haben wir einfach nicht die Masse von Leuten, wo man dann wirklich sagen kann, dass die das Wissen haben, dass die wirklich das System in Frage stellen können. Das war zumindest, was die von den behinderten Rechtsgruppen gehört haben, als sie ihre Master-Thesis gemacht hat. Und ich glaube, dass in Deutschland das auch nicht anders ist. I mean, das IMF kann viele Sachen machen. Right? Das IMF hat ja auch viel an Bioethik gemacht, ganz klar. Nicht?
Aber wenn ich zum Beispiel hier in Kanada gucke, in der als die Debatte war über die genetische Antidiskriminierungsgesetz, die behinderten Rechtsgruppen waren nicht Teil davon. Das waren die Patient-Gruppen, die es haben wollten. Aber die behinderten Rechtsgruppen waren total nicht Teil davon. Und das ist mit vielen von diesen Right Emerging Issues auf die Raumtechnologie. Du siehst, die behinderten Rechtsgruppen sind nicht Teil, weil die haben Probleme überhaupt am Leben erhalten zu bleiben, weil wo das Funding herkommt und so weiter. Und dann tust du oft die Gruppen gegeneinander pitten. Ihr müsst nicht. Das heißt, die sind wirklich nur immer noch auf Education, right, oder nicht Employment und so weiter. Und das mag in Deutschland ganz anders sein heutzutage. Ich bin seit 92 weg, also ich bin nicht mehr so an dem Puls, was sich in Deutschland seitdem getan hat. Aber ich denke, und in anderen Ländern, wenn du global guckst, sind natürlich die Behindertengruppen noch weniger wahrscheinlich in der Lage, in China, wie viele von den Behindertengruppen können da wirklich sprechen über, wie man die Technologien entweitermehen und was die soziale Implikation ist oder Malaysia oder wo immer. Right? Und das ist, das heißt, ist also nicht so simpel, nicht also sagen einfach nur Anticipate Governance, weil das heißt, wir müssen die Leute wirklich befähigen, right, und Platz schaffen, dass die da tatsächlich das Wissen anschaffen können. Und das fängt also viel, viel früher an. Das wisst ihr ja mit STEM, nicht? I mean, nicht Science, Technology, Engineering for Women, right? Und wann sind sie rausgekommen? Das einzige Art, dass man mehr Frauen in STEM reinkriegt, ist, wenn du schon ungefähr in der Grundschule anfängst, die Mädchen für STEM zu interessieren, right? Das heißt, es fängt viel, viel früher an. Und das ist für Behinderte, Anti-Governance auch, das ist ein Projekt, das viel, viel früher anfangen muss, dass die Behinderten praktisch konstant gucken, was sind die Sozialimplikationen und interessiert sind an Technology. Und ich mache das mal als Biochemiker, right, trainiert, und meine Diplomarbeit war um genetischen Tests. Würde ich sofort zustimmen, ja. Ja, und dann habe ich gleichzeitig mich infamous gemacht, dass dass unser wunderbares Gespräch, für das ich euch ganz herzlich danken möchte, schon zu einem Ende gekommen ist. Aber die Themen sind natürlich nicht zu einem Ende gekommen. Ihr habt Impulse gegeben und die werden in der Tagung wieder aufgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Gregor Wolbring und Rainer Stiefelhagen, für dieses Gespräch. Ich schalte jetzt den Aufnahmeknopf aus. Ja, danke auch. Du bist noch dran.